Hallo, ich habe gedacht, vielleicht interessieren euch auch die neuen Blushes, Matte Blushes und die neuen Highlighter von Catrice. Zeige ich euch jetzt mal eben kurz. Hier haben wir als erstes die Farbe 110 Legend Berry. Ein richtig schöner, beeriger Ton. Ich habe den hier hingeswatcht, da seht ihr ihn schon. Richtig kräftig, super Farbabgabe, super gut pigmentiert. Und ja, das ist ein richtig kräftiger, beeriger Pinkton, möchte ich ihn mal nennen. Der nächste Ton ist die 045 Lilactric, so heißt der, und der ist tatsächlich lila. So ein richtig schönes, helles, fliederfarbenes Lila. Hier seht ihr den Swatch in der Mitte. Da würde ich sagen, ist wirklich was für helle Häutchen. Jetzt für den Winter vielleicht gar nicht so schlecht, mal was anderes auf den Wangen zu tragen. Der ist sehr pudrig und diese beiden, also der pinkfarbene und der fliederfarbene, die sind tatsächlich auch matt und haben keine Schimmer- oder Glitzerpartikel enthalten, im Gegensatz zu dem nächsten. Das ist hier die Farbe 100 Rose Couture. Und zwar ist das dieser wunderschöne, ganz, ganz helle Rosenholzton. Hier muss ich aber echt dazu sagen, der hat ziemlich starke Glitzerpartikel sogar drin. Ihr seht es vielleicht funkeln. Hier ist nochmal der Swatch auf meinem Finger. Da sieht man sie auch. Die sind relativ grob. Also im Swatch sieht man sie hoffentlich hier auch glitzern und funkeln. Ich denke trotzdem, dass es ein schöner Blush sein kann. Aufgetragen habe ich den jetzt noch nicht, aber alle drei Farben sind eigentlich sehr schön. Kommen wir zum ersten Multi-Matte Blush. Also erstmal muss ich sagen, finde ich die Prägung hier mit dem C für Catrice wunderschön. Das hier ist die Farbe La Lavender, die 020. Und hier habe ich euch die Swatches mal hingemacht. Also einzeln habe ich sie jetzt genommen. Es ist einmal ein ganz dunklerer Braunton, dann ein schönes dunkles Rosenholz, ein helleres Rosenholz. Das ist schon fast so wie der Blush, wenn man die so nebeneinander hält. Na gut, der einzelne Blush ist noch etwas heller, aber auch sehr, sehr schön. Und die sind tatsächlich komplett matt. Und auch der hellste Ton hier, hier seht ihr ihn. Ja, und vermischt sehen die Farben natürlich nochmal anders aus, wenn man so komplett drüber geht. Das mache ich jetzt einfach mal hier hin. Insgesamt ein schöner, eher ins Bärige gehende Ton. Als nächstes haben wir diese Farbnuance hier. Ist auch sehr schön, ist auch ein dunklerer Ton bei. Das hier geht dann mehr so ins Aprikot-Orangige und die zwei hellen Töne sind auch wunderbar. Also insgesamt alles matt. Auch hier die schöne Prägung. Ich war natürlich schon wieder mit den Fingern drin. Diese Farbe heißt 010 Love Rosie. Und so sieht sie auch aus. Hier seht ihr die Swatches, also insgesamt irgendwie heller. Und ich glaube, den mag ich noch mehr als den bärigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen ich davon jetzt mehr mögen soll. Aber angucken kann man sich die auf jeden Fall, wenn man matte Rouges mag. Und das Highlight, die beiden Highlighter. Ich fange mal mit dem rosa-stichigen Highlighter an. Der heißt 010 Stardust. Hier seht ihr ihn geöffnet. Ich finde diese Prägung einfach traumhaft schön. Und ja, ich war noch nicht mit dem Finger drin, muss ich gestehen. Also der hat mich nicht so gereizt, mich persönlich, aber ich denke, das ist auch was für helle Häutchen. Also die sind so fein und ohne groben Schimmer. Ihr seht es vielleicht, ich verteile den nochmal so ein bisschen. Das ist so richtig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich nur so ein feiner, feiner Schimmer, ohne grobe Glitzerpartikel, ohne dass es doll auffällt. Und da kommen wir auch direkt zu meinem Liebling. Und zwar ist das der andere Ton der beiden. Der heißt 020 Champagne Campaign. So spricht man es, glaube ich, richtig aus. Und der ist halt mehr so ins Goldige gehende. Man sieht es im Vergleich. Der ist mehr so bräunlich-goldig und der ist halt mehr so silbrig-rosé. Und das hier ist mein persönliches Highlight. Ich bin total verliebt. Ich habe das schon gepostet auf Instagram und bei Snapchat. Wenn ihr mir da folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ein richtig schöner Goldton. Ich liebe den abgöttisch. Ich habe den jetzt schon, ja, ich habe den eigentlich jeden Tag drauf, seit ich ihn habe. Hier seht ihr es nochmal. Und ja, das ist so, als hätte die Sonne einen angestrahlt auf dem Gesicht. Ich will euch aber nicht den Mund zu wässrig machen. Guckt euch die beiden unvoreingenommen an, wenn das jetzt noch geht nach diesem Video. Und ja, mein persönliches Highlight. Wie gesagt, diese beiden Highlighter sind auf jeden Fall einen Gucker wert. Danke fürs Zuschauen und tschüss!